Hallo und herzlich willkommen bei Christa 2706. Und es geht jetzt weiter mit dem zweiten Kind, das kurz vor dem Teenager-Geburtstag steht. Und das ist unser Theo. Jetzt ist er gerade ein bisschen ungünstig hier im Schnee. Ich habe die anderen gerade mit den Hunden spazieren geschickt und Angela fängt schon mal an, Geburtstagstorten zu backen. Die brauchen wir ja. Mindestens 7 Stück. Ich würde mal sogar sagen, vielleicht noch ein, zwei auf Reserve. Man weiß ja nie, was passiert. Und ja, der Theo, der soll jetzt mal seine Freunde einladen. Die Zwillinge der Familie Listig, die inzwischen zum Teenager geworden sind schon. Aber da ja Theo auch demnächst ein Teenager ist, macht das ja nichts. So, ich erkenne sie jetzt wahrscheinlich nicht wieder. Doch, das ist Jenny. Der Max steht nicht unter Freunde, glaube ich. Der steht nur hier drinnen. Mit dem hat es nicht so dicke, aber ich möchte ihn trotzdem mit einladen, weil er zu dieser Familie gehört. Und übrigens, liebe Vani, du bist ja die Patin vom Theo. Dein Selfsim ist auch ein sehr guter Freund von ihm. Mit dem Paten hatten wir aber neulich die Sendung und deshalb lade ich die jetzt nicht ein. So, jetzt sehen wir ihn auch. Den Theo habe ich ein bisschen umgestylt. Der hat jetzt eine andere Frisur wie am Anfang. Okay, da kommt der Max schon mal. Den habe ich auch ein bisschen umgestylt. Denn dieser automatische. Der automatische Simbe erstellt wurde, der hat etwas sehr schräg ausgesehen. So, Theo, sagst du mal Hallo, rede über dein Lieblingstier und dann sag mal. Jetzt geht das natürlich mit der ersten Liebe nicht mehr, aber ihr habt hoffentlich die Folge mit dem Baten gesehen. Da war ja die Jenny auch da und da haben sie sich umarmt und so. Dann musst du jetzt in dieser Zeit, könntest du aber auch mal beste Freunde mit ihr werden. Das können wir auf alle Fälle machen. Sie freut sich, dass der Dio kommt. Begrüßt jetzt mal den Max. Oh ja, ihr seht ja, jetzt werden hier die ganzen Kinder älter. Die von den Downs. Das habe ich bei Anna gesehen und bei Sandra dann auch. Das ist doch ganz. Ja, da müssen wir mal gucken. So, bleibt sitzen. Jetzt machen wir zusammen eine Gruppe. Dio macht eine Gruppe. Aktionen. Runde bilden. Mit Jenny und Max. So, bevor wir uns die Werte jetzt ansehen vom Theo, muss ich noch ganz kurz hier Angela den Auftrag geben, die nächste Torte zu backen. So, einen Schokokuchen haben wir schon. Ist gerade am Klöchen. Dann machen wir jetzt, also weiße Torte mache ich gar nicht, hat neulich Unglück gebracht. Mit dem Winterkuchen weiß ich nicht, ob es klappt. Kokosnusskuchen, das klingt doch gut. Den soll sie mal machen. Und wir sind wieder hier draußen. Es ist ja schönes Wetter. Und ja, Theo. Den Theo sehen wir uns jetzt mal an. Und zwar seine Eigenschaften. Achso, ich bin auf Angela. Ich habe mir schon gedacht, warum hat der hier einen Koch drinnen? Wir streben. War kreatives Wunderkind und er hatte Kind der Inseln oder liebt die Natur drinnen. Und die Bestreben sind alle erfüllt.
wie beim Emil. In der Schule ist er ausgezeichnet, auch bei den Pfadfindern ist alles in Ordnung. Er hat alle Grundfähigkeiten abgeschlossen. Zudem hat er, glaube ich, noch. Nein, zudem hat er kein Zuse. Doch, er hat die Logik voll. Genau, der Theo ist ja unser Tüftler und Studierer, der sehr gerne Schach spielt und immer in diesen, ja, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, wo man in die Sterne guckt, nicht? Dieser, ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Und deshalb ist das voll. Klavier ist auf 6, Geige ist auf 5. Also, er ist auch sehr musikalisch, trotz allem. Er strickt auch. Tiererziehung ist gut. Und ja, alles in allem. Er kennt sehr viele Leute auch. Das sind die beiden hier. Oh, er kennt sogar einen Geist. Aber wie gesagt, die Vanni ist ein guter Freund von ihm. Wen könnt ihr noch kennen? Die Celine ist von den Winterkindern, von Annas 7 Kindern. Die Oma, das ist Karina, ist die Cousine. Da bin ich auch noch nicht gewohnt, weil die groß geworden ist. Der hat schon auch von den Winterkindern Lex und die Kira, ja, okay, die haben sich auch getroffen. Und, Tiere, okay, da scheint Tropsi sein Liebling zu sein im Moment. Was ich bei Emil vergessen habe, und das können wir uns jetzt auch nachträglich bei ihm noch kurz ansehen, sind diese Charakterwerte unten. Also die sind, wie ihr seht, beim Theo auch komplett im grünen Bereich. Na gut, das wäre berühmt ist auch nicht. Diese ganzen Merkmale, also er hat liebt der Natur, das hat er. Das ist stets willkommen, habe ich ihm gekauft mit den Punkten. Und die anderen, also das ist eine Macke von ihm. Er ist im Moment wählerisch vom Essen. Und er ist, und diese anderen Sachen, die kommen von Slice of Life und alles Mögliche. Oder halt auch durch die zusätzlichen Bestreben, die wir erfüllt haben. Ich springe jetzt nochmal kurz zurück zu Emil, wenn das geht, auch wenn der nicht da ist, nur um diese Seite beim Emil zu zeigen. Also er ist fröhlich, er hat auch eine Macke im Moment, eine Phase. Und zwar ist er laut, er spielt also alles sehr laut. Und auch er hat, das kommt von den Impfungen oder wenn sie mal krank waren oder mental. Das ist ein Belohnungs- und deshalb haben die so viele Merkmale da drinnen. Ja, so, zurück zu Theo. Das habe ich, wie gesagt, beim Emil, glaube ich, vergessen. Ja, und ihr seht, aus dem Theo. Und ich habe sie da versäumt, jetzt ein Foto zu machen. Ganz toll. Ah, jetzt hat er ein Abzeichen verdient. Vielleicht kannst du sie jetzt noch einmal umarmen wegen dem Bild. Schauen wir mal, ob das geht. So macht er jetzt was Teuflisches. Mann. Was? Er will ein Geschenk? Gibt er jetzt eins? Ach, er hat eins erbettelt, oder? So ein Lauser. Na, dafür kannst du sie jetzt aber umarmen. Und es schneit wieder einmal. Wie so häufig im Mount Kuvarivi. Was ist, Theo?
Umarmst du sie jetzt oder nicht? Nein, macht er nicht. Er lauft noch drin, zum Stürmen anfängt. Ihr könntet euch doch, Dio, ihr könntet euch doch hier zusammen hinsetzen, da vor den Bildern und so. Die anderen Kinder sind jetzt auch vom Spaziergang zurück. Oh, Angela hat den Kuchen fertig. Bitte keiner was nehmen. Geburtstagskerzen hinzufügen. Dann ist er safe. Ja, die sitzen. Oh, ein Gewitter kommt. So, der kommt in den Kühlschrank. Dann haben wir schon mal zwei. Jetzt werden die angespannt sein. Oh, Jenny fängt zu stricken an. Na, das ist doch sehr sympathisch, wenn die ist. Jenny so als Teenager auch noch am Stricken ist, so ganz alleine. Bin ich doch ganz toll. Jo, setz dich hin. Ich denke mal, es ist jetzt alles Wichtige gesagt. Der Theo hat ein Gefühl erhalten von Jenny. Das sehen wir uns auch noch an. Gute Freunde, erster Schwarm. Ach, aber es steht drinnen, seht ihr? Das ist doch super. Tiefe Verbundenheit, tiefe Verbundenheit. Ich habe in der Mod-Beschreibung gelesen, wenn man innerhalb von 6 Sim-Tagen oder so dann im gleichen Alter ist, dann oder nachdem er gealtert ist, dann wird das angerechnet bei der Romantik. Wir werden es dann erleben, nicht? Bald. Zu bald. Zu bald sind meine Kinder groß. Ja. Gut. Liebe Vani, ich hoffe, du weißt jetzt alles, was du über Dio vielleicht noch nicht wusstest. Ich sehe den Dio ganz sicher irgendwo in einem Bereich, wo er sehr viel denken muss und vielleicht will er ja sogar studieren. Musik ist natürlich nie falsch in dieser Familie. Er ist auf alle Fälle ein sehr schlauer und wissensbegieriger Junge. Und ja, schauen wir mal, was aus ihm weiter wird. In diesem Sinne bin ich schon gespannt, was du dir ausdenkst. Teile es mir bitte mit. Und ich danke dir und allen anderen, die das hoffentlich auch gesehen haben, fürs Zusehen. Wünsche euch noch eine gute Zeit und melde mich demnächst mit Video 3 wieder. Wen ich jetzt dann nehme, das muss ich erst entscheiden. Vielen Dank. Ciao, Baba.